Was aber hier interessant ist, hier in, aus diesem Hadith entnimmt man ein paar andere interessante Punkte. Erstens, dass das Alter an sich kein Maßstab ist für das Übertreffen von anderen Leuten in Wissen, Erfahrung und so weiter. Das Alter ist an sich kein Maßstab, also es ist kein Naturgesetz, dass das so ist. Aber dennoch ist es meistens so. Es ist zwar kein Maßstab, aber meistens ist es so, dass erst mit zunehmendem Alter auch die Erfahrung des Menschen ausreift. Also es ging um Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf war derjenige, der das kritisierte, wie es bei Bukhari überliefert wird. Mit der Begründung, dass sie ja auch Söhne haben, in einem entsprechenden Alter oder Zustand. Das heißt, dass sie auch den Propheten sallallahu alaihi wasallam erlebt haben, gesehen haben, ihm beigesessen haben. Warum Umar ibn Khattab in diese Sitzung oder in diesem geschlossenen Kreis, in dem die Aschiach der Badr sind, die Aschiach der Badr, yani die älteren Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die an Badr teilgenommen hatten. Und das hat Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu kritisiert. Und Umar wollte ihnen zeigen, dass es dafür einen expliziten Grund gibt. Und das ist die Überlegenheit, die geistige Überlegenheit Ibn Abbas, die geistige und intellektuelle Überlegenheit von Ibn Abbas gegenüber den anderen, gegen den Söhnen anderer. Und der Grund, warum er ihn trotz seines jungen Alters mit konsultiert. Das heißt, das Alter ist an sich nicht ausschlaggebend, aber für gewöhnlich doch relevant. Also es ist selten so, dass jemand eine ausgereifte Erfahrung im Umgang mit etwas entwickelt, ohne darin schon Jahre hinter sich zu haben, aktiv Jahre damit mit einer Sache verbracht zu haben. Ja, insbesondere wenn jemand neu in einer Sache ist und sie versucht gerade zu erkennen und die Türen zu öffnen, kann es durchaus passieren, dass er voreilig wird und sich selbst überschätzt. Und das kann durchaus passieren. Mit der Zeit wird er aber dann irgendwann zurückblicken auf diese Zeit und merken, dass das noch nicht ausgereiftes Auftreten oder Verhalten war. Und das ist auch mit dem Wissen so. Also jemand ein Fach neulich studiert, dann wird er vielleicht versuchen, alles rauszuposaunen, an die große Glocke zu hängen. Und trotz mangelnder Erfahrung, aber irgendwann wird er dann, wenn er sich weiterhin mit den Jahren beschäftigt, dann wird er, man wird sich immer wieder korrigieren, man wird immer wieder merken, das war nicht so richtig und das war nicht richtig und das hätte auch nicht so sein sollen und er merkt, dass hier etwas gefehlt hatte. Das heißt, er hat das Ganze noch nicht als eine ganzheitliche Komponente betrachten können. Das ist die Regel, Ausnahmen gibt es. Das ist die Regel, dass Erfahrung Zeit benötigt und entsprechend eben auch mit einem Alter erst erlangt wird. Ausnahmen gibt es aber. Und Ibn Abbas radiallahu anhu ist wohl eine dieser Ausnahmen. Ibn Abbas ist also eine dieser Ausnahmen und das wollte Umar radiallahu anhu den Leuten nahelegen und beweisen, indem er sie über einen Vers oder eine Sura aus dem Koran gefragt hat. Also er hat die Anwesenden
Aschiach der Badriyun gefragt über die Suratu An-Nasr. Suratu An-Nasr ist wohl jedem bekannt. Die Suratu An-Nasr hat eine linguistische Bedeutung, eine ganz einfache linguistische, sprachliche Bedeutung, also die entsprechend der Semantik einfach ganz normal verstanden wird von jedem, der die Sprache versteht. Und das ist das, was sie dann auch gesagt haben, als er sie gefragt hat, was versteht ihr denn unter der Aussage Allah Ta'alas in der Surah An-Nasr? إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Laut dem Bericht hier haben die meisten dann wie folgt geantwortet, durch Synonyme nochmal die Bedeutung des Verses oder dieser Ayat angegeben. Durch andere Worte nochmal umgeschrieben, indem sie sagten, das bedeutet, yani Allah Ta'ala befiehlt seinen Propheten, wenn er den Sieg erlangt und die Menschen in Massen den Islam betreten, dann soll er seinen Herrn loben und ihn um Vergebung bitten. Tamam? Das ist einfach, das ist die einfachste Form des Tafsir, yani die linguistische oder semantische Auslegung des Korans. Und hierin unterscheiden sich die Menschen nicht wirklich. Also jeder, der begabt ist in der Sprache, wird das verstehen können. Tamam? Und das ist auch eine ganz interessante Sache im Tafsir des Korans. Es gibt zwei Aspekte des Tafsir. Es gibt einmal diesen Tafsir, den wir jetzt hier haben, und einmal gibt es etwas, das nennt sich Al-Istinbat. Al-Istinbat kommt von dem Begriff Al-Butun, Al-Batn. Ihr kennt vielleicht den Namen Allah Ta'ala, Al-Zahir wal-Batin. Wal-Awwal wal-Akhir wal-Zahir wal-Batin. Wa huwa bi kulli shay'in alim. Er ist der Erste. Der Al-Akhir, der Letzte. Also der Erste, der keinen Anfang hat, und der Letzte, der kein Ende haben wird. Al-Zahir, der allem überlegen ist. Wal-Batin, oder der allem überlegen ist und über allem ist. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das definiert. Er sagte, Anta al-Zahir falaysa fawqaka shay, du bist al-Zahir, daher ist niemand über dich. Er ist allem überlegen und über allem. Aber dann sagt er gleichzeitig, Wal-Batin. Al-Batin ist das Innere von etwas. Al-Zahir ist das, was du siehst. Al-Batin ist das Innere von etwas. Also, und hiermit ist gemeint, dass Allah Ta'ala jedem nahe ist. Obwohl er allem überlegen ist und über allem ist, ist er aber auch jedem gleichzeitig nahe. Al-Istinbat bedeutet also, Bedeutungen abzuleiten, die nicht jetzt zurückgeführt werden einfach auf linguistische und semantische Aspekte des Verses, sondern indem man durch gewisse durch Relationen zwischen Versen, durch Verbindungen, durch ähnliche Sachverhalte oder was auch immer, durch Indizien, dass man daraus Bedeutung aus dem Koran ableitet, die nicht immer oder nicht für jeden auf dem ersten Blick ersichtlich sind. In Bezug auf den semantischen, linguistischen Tafsir, das ist abgeschlossen, da kann nichts Neues mehr hinzugefügt werden. Tamam, da kann nichts mehr hinzukommen. Was aber den Istinbat angeht, der ist offen und bleibt auch weiterhin offen. Und dieser Tafsir, in dem sich Ibn Abbas unterscheidet von der Menge der anwesenden Sahaba, ist der Istinbat. Er hat nämlich aus diesem Vers etwas abgeleitet, etwas verstanden, das nicht direkt durch die Begriffe dort vermittelt wird, und zwar der anstehende Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wo hat er das verstanden? Oder inwiefern hat er das begriffen aus diesen Versen? Indem er ein Schema im Koran bemerkt hat.
eine gewisse Vorgehensweise im Koran festgestellt hat. Zum Beispiel, dass der Istighfar immer verlangt wird beim Abschluss von etwas. In der Surah Al-Baqarah ist die Rede vom Hajj. Und dort wird erwähnt, dass die Leute, und wenn sie dann abtreten, also den zur Ifada, dass sie Allah Ta'ala um Vergebung bitten sollen. Oder in Bezug auf das Gebet, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا. Und wenn ihr das Gebet beendet habt, dann gedenkt Allah. Er pflegte, wenn er das Gebet abschloss, Allah Ta'ala um Vergebung zu bitten. Wenn er die Toilette verlas, sprach er den Istighfar aus. Also das ist eine Möglichkeit. Er hat dieses Schema erkannt, dass hiermit etwas abgeschlossen wird. Hier wird mit etwas abgeschlossen. Die andere Sache ist, die Vervollkommnung des Dienst kann auch ein Anhaltspunkt dafür sein, wie in der Aussage Allah Ta'alas, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Heute habe ich euch euren Dien vollendet. Was ist mit dem Dien gemeint eigentlich? Aber es geht ja eigentlich, dieser Vers wurde wo offenbart? Am Tag von Arafah. Also mit Dien könnte auch theoretisch gemeint sein, die Rituale des Hajj. Die Manasik des Hajj nennt man auch Din. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, also die Rituale des Hajj. Das könnte ein anderer Grund sein. Jedenfalls, die Mufassirun sind sich uneinig über den Offenbarungszeitpunkt dieser Verse oder der Surat An-Nasr. Einige sagten, das war vor der Eroberung Makkas. Vor der Eroberung Makkas. Die Eroberung Mekka war in welchem Jahr? 8 nach Hijra. 8 nach Hijra. Und einige sind der Auffassung, dass dies beim Hajjatul Wada'a, bei der Abschlusspilgerfahrt. Hajjatul Wada'a in welchem Jahr? 9 nach Hijra. 9 nach der Hijra, und danach hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nur noch 60 Tage gelebt.